Sofagebabbel. Gute, liebe Freundinnen und Freunde unseres Podcasts, ich heiße euch herzlich willkommen auf unserem Sofa, das rote Sofa, das heute Matthias Fischer zu Gast hat. Herzlich willkommen. Dankeschön. Schön, lieber Matthias, dass du da bist zu unserem Sofagebabbel. Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Und wir haben viel zu babbeln heute, denn Matthias Fischer ist für den Main-Kinzig-Kreis tatsächlich eine schillernde Persönlichkeit, über die es viel zu sagen gibt und vor allen Dingen der uns viel zu sagen hat, so viel zu sagen hat, dass er es sogar in Buchform abdrucken lässt. Das stimmt. Ganz genau. Wir fangen mal von vorne an, um die Menschen abzuholen, die von Matthias Fischer noch nie was gehört haben. In Main-Kinzig-Kreis kaum verständlich, aber Podcast wird ja überall gesehen. Deswegen, Matthias, wer bist du? Wo kommst du her? Wie können wir uns den kleinen Matthias Fischer vorstellen? Wo ist der aufgewachsen? Und genau, was hat sich dann beruflich für dich ergeben? Ich bin ein Kind aus dem, heute sagt man Babyboomer-Jahrgang, also Jahrgang 64. Ich bin gebürtiger Bruchköbeler. Das heißt, ein echter Appleboy Hess, bin immer einer geblieben, bin also in Main-Kinzig-Kreis geblieben, bin der älteste von zwei Kindern und bin in Bruchköbel auch aufgewachsen, in die Schule gegangen und habe mich eigentlich ganz normal so mit Freunden, hatte eine ganz normale Kindheit gehabt mit Freunden, hatte eine tolle Zeit in der Kirchengemeinde. Das heißt, wir hatten einen sehr aktiven Jugendarbeiter, der viel mit uns gemacht hat, Freizeiten und so weiter und so fort. Hatte eigentlich bis zum 13. Schuljahr noch überhaupt keine Idee, was ich später nochmal machen sollte, bis unser Religionslehrer gesagt hat, Matthias, wie wär's denn mit dem Theologiestudium? Da habe ich gesagt, oh, nee, echt, um Gottes Willen, was soll ich denn da machen? Ja, Pfarrer. Echt jetzt? Nein, da muss man doch sonntags arbeiten. Hat er gesagt, guck das doch mal an, geh doch ins Theologiestudium. Ja, ich wollte dann Theologie studieren und dann in die Publizistik gehen. Also habe ich mich dafür entschieden, in Mainz zu studieren. Habe vorher die Sprachen Griechisch, Hebräisch, Latein an der Lutherischen Hochschule gemacht in Oberursel. Bin nach Mainz gegangen. Dort konnte man Journalismusaufbaustudium machen nach dem Theologiestudium und habe angefangen mit evangelischer Theologie. Ich habe es dann nicht bis zum Journalismusaufbaustudium geschafft, auch nicht zur Promotion. Ich habe auf Wunsch meines damaligen Doktorvaters erstmal das Vikariat gemacht. Das ist wie bei den Lehrern oder bei den Rechtsanwälten das Referendariat. Und habe gemerkt, das macht mir so viel Spaß, mit Jugendlichen, mit Erwachsenen, mit alten Menschen zu arbeiten, mit Kindern. Und da bin ich da im wahrsten Sinne des Wortes im Pfarramt hängen geblieben. Damals Vikar in Wächtersbach, da hatte ich dann auch meine damalige Frau kennengelernt. Und dann bin ich im Kinzigtal mehr oder weniger hängen geblieben. Sie war Lehrerin dort und dann war der Wunsch naheliegend, dann mir auch eine Pfarrstelle im Linsengericht damals zu suchen. Das hat dann geklappt. Okay. Und dann über Umwege bin ich dann in Aufenau als Gemeindepfarrer gelandet und habe 19 Jahre dann auch als Gemeindepfarrer meinen Dienst dort versehen. Stark. Also wenn man bedenkt, wenn mit 13 noch keine Ahnung und über den kleinen Impuls des Rallye-Lehrers so auf das Gleis gehoben, dann sind 19 Jahre im Pfarramt an einer Stelle schon eine hochachtungsvoll anzuerkennende Zeit. Ja. Wow. Ja. Und erlebt man viel in dieser Zeit. Ne? Das kann man und so sagen. Vor allen Dingen, du hast es ja schon gesagt, mit unglaublich vielen Menschen. Ne? Ja. Von der Taufe und der Tauffamilie über die Grundschüler, die man so betreut, bis zu den Sterbenden und den Trauernden hast du alles mit dabei. Ja. Du bist ja nun bekannt als ein sehr kreativer Mensch, der auch im Bereich Seelsorge eher kreative Zugänge gewagt gesucht und gefunden hat. Ja. Ein Beispiel, sagst du, haben die Mädchen auch damals gerne aufgegriffen. Gib uns das Schlagwort. Was war dein Gedanke zu guter Jugendarbeit?
Ich habe mir länger überlegt, wie komme ich an die Kinder und Jugendliche ran, in Anführungsstrichen. Unsere Kirchengemeinde hatte damals wenig Möglichkeiten. Wir hatten auch kein Geld für einen Jugendarbeiter. Und ich hatte damals an der Universität mit Karate angefangen. Und der damalige Wächtersbacher Bürgermeister, der hatte auch schon ein bisschen an mir gebohrt. Also ich habe den Zugang Karate gewählt als kirchliche Jugendarbeit. Wir haben damals einen Verein gegründet, eine Karategruppe war das damals im Jahre 2000. Und der Kirchenvorstand hat das auch genehmigt als kirchliche Jugendarbeit. Das war dann, ich denke, bundesweit der erste kirchliche Karateverein. Meine Grundschüler hatte ich damals als Karatekinder, meine Konfirmanden auch. Also das war damals schon eine irre Zeit. Es hat viel Spaß gemacht, die Halle war rappelvoll und ich hatte dann schon einen ganz großen Kontakt zu den Menschen, die da kamen. Und es gab sehr viele, ich sag mal, Gespräche zwischen Tür und Angel mit den Jugendlichen, teilweise auch mit Erwachsenen, die kamen. Und ich konnte als Seelsorger so ganz niederschwellig auf Probleme eingehen, mit denen die Leute da kamen und die dann einfach mal mich ansprachen oder sich aus Gesprächen dann Dinge ergeben haben, die wir einfach dann mal so besprechen konnten, ohne dass sie einen Termin bei mir im Pfarramt machen mussten oder sonst irgendwas. Also das war wirklich ein sehr niederschwelliges Angebot und es hat natürlich einen irren Spaß gemacht und wir haben eine ganz, ganz tolle Zeit gehabt. Ich kann mir vorstellen, dass man in TC Respekt hatte vor den Aufenauer Karate-Konfis, wenn die dort aufgetaucht sind. Naja, ganz bis TC haben wir es nicht geschafft, aber wir waren damals am Frankfurter Kirchentag, da haben wir uns mit unserer Gruppe vorgestellt und so. Ja. War schon speziell, war schon schön, ne? War sehr speziell, ja. Jetzt ist natürlich die Frage, warum fange ich dann einfach mit Fußball an? Denn wenn ich viele Menschen erreichen will und viele Jugendliche, da ist es doch naheliegend, etwas zu nehmen, was die meisten machen. Und da liegt doch bei uns jetzt regional als erstes der Fußball auf der Hand. Gibt es vielleicht Gründe, die weitergehen? Gibt es an Karate etwas Metaphysisches, etwas Tiefergehendes, weshalb du sagst, ich will ja nicht nur einfach die Leute treffen und mit denen in der Halle sein am Sonntagnachmittag, sondern ich möchte denen was mitgeben mit diesem Sport. Hat da Karate was Besonderes? Tatsächlich hat Karate was Besonderes. Karate verbindet sich mit einem ethischen Anspruch. Auf den ersten Blick denkt man, naja, das ist einfach ein Sport, in dem sich Leute kloppen. Das moderne Karate ist tatsächlich ein Wettkampfsport, kommt aber aus einer Tradition, in der es darum geht, Gewalt zu vermeiden, indem ich sehr viel Kampf trainiere. Ich will das mal mit einem ganz kurzen Sprichwort zusammenfassen. Nicht schlagen und sich nicht schlagen lassen. Das heißt, in sich selbst ruhen, Persönlichkeit so entwickeln, dass ich das Gehabe, ich will der Beste sein, ich will mich in den Vordergrund stellen, zu verzichten. Ich muss mich nicht beweisen, ich kann mich selbst zurücknehmen, ich reagiere nur in absoluter Extremsituation, wenn ich mich tatsächlich verteidigen muss, wenn Reden oder wenn Weglaufen keine Option mehr ist. Ja, und da habe ich tatsächlich Anknüpfungspunkte mit der Bergpredigt gesehen, also mit dem Gebot der Gewaltlosigkeit. Das heißt, so lange auf Gewalt zu verzichten, wie es nur irgendwie geht und immer den Weg des Friedens zu gehen. Und das war für mich eine wichtige Möglichkeit, das den Jugendlichen zu vermitteln und weiterzugeben. Und natürlich auch eine ganz wichtige Schule für den Körper und für den Geist auch zu zeigen, ich kann mehr, ich kann meinen Selbstwert auch dadurch entdecken, dass ich mir mal selbst beweise, es steckt mehr in mir drin, als ich mir immer wieder selbst einzureden versuche. Jugendliche leiden oft an einer Art Minderwertigkeitskomplex, dass sie sagen, ach, ich bin nichts, ich kann nichts, ich kann nichts leisten, da kann ich es auch gleich sein lassen. Und in dem Karate geht es nicht darum, sich mit anderen zu vergleichen, sondern zu schauen, bis wohin kann ich eigentlich gehen oder gibt es eigentlich noch einen Schritt, den ich weitergehen kann. Und
da kann ich Menschen weiterhelfen. Und da können Jugendliche auch selbst entdecken, dass sie tatsächlich noch ein Stückchen mehr weitergehen können und noch ein Stückchen mehr aus sich rausholen können, als sie selbst immer von sich selbst gedacht haben. Mhm. Und das ist sehr interessant. Ja, das sind zwei ganz große Aspekte. Das eine war ja tatsächlich so die Erklärung für den demokratischen Pazifismus. Ja. Also so eine Grundlage, weshalb darf die Bundesrepublik eine Bundeswehr haben. Ja. Ja? Ja. Reine Verteidigungsarmee. Ja. Und die dann aber auch nicht voll alles kaputt macht, sondern nur bis zu dem Punkt, an dem die Verteidigung gesichert ist, ja, so ein genau. Stück weit. Ja? Genau. Und das andere, das sehr Individuelle. Ja. Karate hat, glaube ich, auch vieles von im weitesten Sinne jetzt von Meditation, in dem Sinne, dass ich mich, glaube ich, auf den Punkt konzentrieren muss. Genau. Egal, ob ich jetzt, was weiß ich, irgendwelche Platten zerschlagen will oder keine Ahnung, ja, oder die perfekte Reaktion auf die Aktion des Gegenübers, ja. Ja? Ich glaube, da ist vieles von diesem Konzentration auf den Punkt drin. Ne? Ja. Wir haben das, Karate hat im Grunde auch sehr viel damit zu tun, innerlich loszulassen, nicht permanent mit 1000 Gedanken sich zu beschäftigen. Und Meditation ist auch etwas, was wir im Christentum ja wiederentdecken. Wir haben eine alte, uralte Tradition der Meditation, zu sitzen, zu atmen, das Denken sein zu lassen, uns für Gott zu öffnen. Wir haben die christlichen Mystiker und das Christentum entdeckt ganz langsam wieder seine eigenen Quellen der Meditation. Karate hat das auch natürlich mit, nicht mit Gott. Sich für Gott öffnen kommt im Karate nicht vor, aber die Technik ist dieselbe, mit also innerlich leer zu werden, und Karate macht das in Bewegung, Karate macht das auch in Sitzmeditation, aber die Technik ist, wie gesagt, dieselbe. Insofern gibt es sehr viele Überschneidungen zwischen Karate und der christlichen Meditation. Und insofern war es für mich immer sehr naheliegend, beides zu praktizieren. Genau, ich habe eine Form der Körperwahrnehmung des Sports, ja, und verbinde das mit einem sehr wertvollen geistlichen Überbau, den du ja bis heute pflegst. Wenn du sagst, die Menschen, egal ob jetzt Jugendliche oder Erwachsene, haben ganz, ganz viele Dinge im Kopf, und irgendwann kommt bei vielen Menschen, egal in welchem Alter und welcher Schicht und in welcher beruflichen oder familiären Konstellation, der Moment, in dem da oben Error steht. Ja. Viele Gedanken, die um alles kreisen, und man verfährt sich und verfängt sich. Mhm. Und dafür bist du, Matthias Fischer, tatsächlich auch ganz unabhängig von Pfarrer sein. Das ist nämlich ein ganz anderes Bild, eine ganz andere Erscheinung, die man im Internet auch so findet. Matthias Fischer als der Berater, wo du genau dafür jetzt heute auch da bist. Ne? Ja. Menschen aus diesem Wirrwarr von Gedanken rauszuhelfen. Ja. Wie ist da dein Zugang? Was haben wir da von Matthias Fischer zu erwarten, wenn ich sage, so einen bräuchte ich jetzt mal, der mir aus meinen Gedankenverstrickungen, aus meinen Irrwegen raushilft? Ich bin Berater und Begleiter nebenberuflich für Menschen, die mentale Belastungen haben. Mentale Belastungen können entstehen, indem ich im Beruf an Punkte komme, wo ich merke, ich komme nicht mehr weiter. Das kann durch das Arbeitsklima sein, dass Menschen sehr belastend sind, dass sie an einem Arbeitsplatz sind, der ihnen nicht gut tut, dass sie mit Kollegen zu tun haben, die ihnen nicht gut tun. Oder dass sie eine familiäre Situation haben, die sie so stark belastet, dass sie nicht mehr weiterkommen und dass sie im Beruf auch nicht mehr das leisten können, was sie eigentlich leisten wollen. Und dann ist da oben tatsächlich, wie du sagst, im Kopf Error und da ist eine Blockade und da geht es nicht mehr weiter. Ich helfe solchen Menschen durch Beratungsgespräche und ich helfe solchen Menschen auch durch Meditation. Also man kann sich Meditation dann so vorstellen, dass ich mich erstmal bildlich gesprochen hinsetze und meine Gedanken sind dann wie Autos, die auf einer Autobahn an mir vorbeifahren, und ich lerne erstmal auf meinen Atem zu achten und nicht mehr jedem Auto, das an mir vorbeifährt, hinterher zu rennen. Ja? Mhm. Und so etwas Abstand von diesen tausenden Gedanken und Gefühlen und Eindrücken zu nehmen
und erstmal einen gewissen Abstand zu gewinnen und erstmal von diesem Abstand aus zu betrachten, was ist eigentlich mein Thema oder was sind meine Themen, was ist das, was mich belastet, und dann zu überlegen, was sind jetzt die nächsten Schritte, die ich tun muss, um innerlich wieder zur Ruhe zu kommen, um meine Probleme außen zu sortieren, zu lösen und Entscheidungen zu treffen, wie geht es jetzt eigentlich weiter. Das ist meine Aufgabe, darin begleite ich Menschen und so helfe ich Menschen, ihr Leben wieder sortiert zu bekommen und zufrieden weiterzuleben und beruflich das leisten zu können, was sie leisten wollen. Nicht, was sie leisten müssen, sondern was sie leisten wollen. Und dazu muss ich die Gedanken sortieren und die Gedanken, die wesentlichen Autos, das Auto vielleicht finden, was da zwischen den vielen anderen vorbeirauscht. Ja, und immer auch einen gewissen Abstand halten. Ja? Ja. Immer einen gewissen Abstand halten. Ich bin nicht meine Arbeit, ich bin nicht meine Familie, sondern ich bin erstmal ich als Individuum und ich habe eine Beziehung zu allem, aber ich bin nicht meine Arbeit, ich bin nicht meine Familie, ich bin nicht meine Kollegen, sondern ich stehe in Beziehung. Ja? Und sobald ich anfange, hinter allem hinterher zu rennen, verliere ich mich, weil ich nicht mehr den Abstand dazu habe. Ja. Also hilfst du den Menschen, zuerst die Beziehung zu sich selbst zu klären, möglicherweise genau. Sich selber erstmal kennenzulernen, ja. Wer bin ich eigentlich, ja. Und was brauche ich eigentlich, ja. Um dann zu gucken, wer kann mir eigentlich geben, was ich brauche, ja. Und nicht, was gebe ich permanent raus, genau. In eine nicht versiegende Wüste, ja, in eine Wüste, die alles aufschluckt, was ja. Ich an Kraft habe, und wer gibt mir eigentlich was, wo kommt meine Kraft her? Genau. Ja? Als Theologe würde ich sagen, als Individuum bist du ein von Gott geliebter Mensch und so wie du bist und musst nicht anderen immer beweisen, dass du wertvoll bist, indem du alle Wünsche nach außen hin erfüllst. Mhm. Du bist als Mensch, so wie du bist, ein wertvoller Mensch. Mhm. Das ist erstmal deine Position. Und dann lieferst du deine, schönes neudeutsches Wort, Performance ab. Aber die Performance bist nicht du, sondern das ist das, was du gibst. Ja, ja. Das ist nicht deine Persönlichkeit. Das Schöne an den Sätzen der Theologen ist, bei all den Sätzen muss man nur Gott rausnehmen und sie stimmen immer noch. Das ist doch herrlich. Wunderbar. Also nur, um jetzt keinen zu erschrecken, ja, ja, zu sagen, das ist nur das Pfarrerszeug für die Pfarrersleute, gell? Nur noch für die Talarwanzen. Nein. Das sind sehr motivierende und bestärkende Sätze, genau. Durchaus für jeden. Wenn man nämlich, manchmal sehr erstaunlich, dass Sätze ihren Gehalt nicht verlieren, wenn man nur eine Zutat davon wegnimmt. Ja? Zu mir kommen, wem sie gut tut, der soll sie dann natürlich... Ne? Zu mir kommen auch Atheisten und Menschen anderer Religionen. Also ja. Ich missioniere keinen, der bei mir in die Beratung kommt. Also es ist nicht, du kannst nur geheilt werden, wenn du den Weg in das Himmelreich findest. Nein. Wenn man den nebenbei noch findet, dann in Gottes Namen. Ne? Ja. Das ist doch gut. Ja. Sehr schön. Es ist ja nicht nur so, dass der Matthias Fischer, der mal irgendwann durch gute Impulse zum Theologiestudium kam, und eigentlich in die Schriftstellerschiene rein wollte oder in die journalistische Schiene, wie auch immer, dass der dann als Pfarrer am Ende seiner Kreativität angekommen ist mit der Gründung eines Karatevereins, oder der dann sagt, jetzt begleite ich Menschen individuell und nehme von all dem Verwaltungsgeplänkel, das ein Pfarrer noch hat, Abstand, das mache ich nicht mehr, sondern irgendwie... hat das Schreiben ja nicht ganz losgelassen, ne? Nein. Die Kreativität lässt mich nicht los. Von Umberto Eco stammt dieser wunderbare Satz, die Fantasie ist wie ein junger Hund, der dir ständig hinterherläuft. Ich finde diesen Satz bezaubernd. Ich habe als Kind unglaublich viel gelesen. Das hat so seine Geschichte. Ich bin Linkshänder. Und ich wurde damals, also wie gesagt, Jahrgang 74, ich wurde 1970 gezwungen, als Grundschüler Rechtschreiben zu lernen. Das war eine Qual. Mein erstes Diktat, also erste Klassenarbeit, erstes Schuljahr, mag man heute gar nicht mehr denken, erstes Schuljahr, Diktat, war eine 6. Ich bin nicht hinterhergekommen, weil ich im Kopf alles sozusagen spiegelbildlich umsetzen musste. Also, ich musste viel
Schreiben und viel Lesen üben. Mein erstes Buch war Michel in der Suppenschüssel von Astrid Lindgren. Ich habe also mein Leben lang viel gelesen, auch tatsächlich Taschenlampe unter der Bettdecke, Endes Bleiten, Fünf Freunde und so weiter und so fort. Alles keine gendergerechte Sprache, aber es hat trotzdem viel Spaß gemacht. Also ich habe eine unglaubliche Fantasie dadurch entwickelt. Damals gab es auch kein Tablet und keine, ich weiß nicht, 95 Programme oder so. Ich habe viel, viel gelesen. Kinderbücher, Karl May, griechische, germanische, Götter, Heldensagen, alles Mögliche. Und ich habe dann schon als Jugendlicher angefangen, so ein bisschen experimentiert mit dem Schreiben. Hatte eine Lehrerin, die das überhaupt nicht toll fand, aber gut. So, und dann irgendwann war dann der Punkt da, ich wollte dann auch schreiben, deshalb Journalismus-Aufbaustudium, hat da nicht geklappt. Ich bin dann, wie gesagt, in den Fahrberuf gerutscht und dann im Fahrberuf, es hat mich immer wieder gekitzelt, immer wieder. Also ich bin, was das betrifft, einfach ein bunter Hund, ja. So, und das hat mich bis heute nicht losgelassen. Das ist für mich, wenn ich eine Geschichte, wenn ich irgendeinen Impuls finde, das ist für mich wie Kino im Kopf. Das arbeitet und arbeitet und arbeitet, oftmals im Hintergrund, aber es bricht irgendwann durch. Und dann muss ich mich hinsetzen, ein Konzept machen, aus dem Konzept sowas wie ein Drehbuch und dann kann ich das Manuskript schreiben. So, jetzt sind wir natürlich erst noch mal immer noch bei dem Pfarrer, der jetzt eine tolle Idee hat. Also der hat jetzt die ultimative Christenmetten- oder Osternachtsidee, schreibt sich sein Konzept auf und baut das jetzt mit Liedern und Texten. Ja. Also Liedtext, Predigt, Gottesdienst fertig. Ja. So, jetzt reden wir ja aber nicht von irgendwie dem perfekten Predigtaufbau, sondern wir reden ja jetzt von einem Krimi. Ja. Wie kommt bitte ein Pfarrer auf die Idee, ein Krimi zu schreiben? Ich meine, das ist ja ganz schrecklich. Also ein Gebetsbuch, das hätte ich mir gut vorstellen können. Oder vielleicht irgendwie Sagen über christliche Mystiker, schön aufbereitet, den Lebenslauf von Martin Luther oder so. Das hätte gut getan. Aber was muss denn ein die liebe Christi predigender Pfarrer erlebt haben, dass er auf die Idee kommt, ein Krimi zu schreiben? Naja, also Mord und Totschlag habe ich bisher nur aus zweiter Hand erlebt, beziehungsweise als Notfallseelsorger war ich ja auch 16 Jahre lang. Aber da hatte ich schon auch angefangen zu schreiben. Also ich habe als Notfallseelsorger auch einiges gesehen. Jetzt nicht direkt Mord und Totschlag, aber Angehörige betreut. Aber wenn man sich die Bibel anguckt, wenn man sich griechische oder germanische Götter und Heldensagen anguckt, also geht es auch ganz schön rund. Ganz genau. Also wer richtig fiese Storys aus erster Hand lesen will, die Bibel gibt da viel her. Also ich kann euch nur sagen, da ist mancher Krimi-Autor ein Waisenkind dagegen. Ja, die Inspiration war da. Die beiden Bücher Samuel, Saul, der König Saul, der ständig versucht hat, David umzubringen, Simson und Delila, also das ist doch, da geht es ganz schön gut zur Sache, mein lieber Scholli. Der König David, aber die Faszination des Bösen ist schon da. Und ich persönlich kenne keinen Pfarrer, der nicht so eine Krimi-Nudel ist. Ja? Also mein Berufsstand liest gerne Krimis, so im Allgemeinen. Auch gerne natürlich Fach- und Sachbücher, aber Krimis werden auch gerne bei uns gelesen. Ich denke, dass vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht hat das auch damit was zu tun, wenn man das so ein bisschen das Kribbeln, das muss schon so da sein, das ist irgendwie, man arbeitet da was ab oder reagiert sich da ab, ich weiß es nicht. Man hat ja auch tagtäglich mit den Abgründen zu tun, das sind ja auch Abgründe, ne? Oftmals, wenn man sich vorstellt, Dinge, von denen man denkt, das gibt's nur im Fernsehen, man erlebt es in dem einen oder anderen Gespräch, dann doch, dass Dinge ganz nah vorkommen und passieren, von denen man denkt, wow. Also die Tiefe des menschlichen Gehirns, der menschlichen Emotionalität, die begegnet einem zwangsläufig in dem Beruf wahrscheinlich noch öfter als im normalen Standardleben. Also ich habe so manche Sache unter dem Beichtsiegel gehört, da hat es mir im Nachhinein gegraut, muss ich ganz ehrlich sagen.
Auf jeden Fall, aber so diese Spannung im Nachhinein des Aufklärens oder der Jagd oder wie auch immer, diesen Spannungsbogen und dieses Mitfiebern, wann kapiert der Held endlich, wer es ist oder wann kriegt er den und so. Ich finde das schon faszinierend. Ich finde das faszinierend. Und das macht einfach irre Spaß und das macht mir auch Spaß, das zu schreiben. Es macht mir auch eine unglaubliche Freude, so dieses ganze Gerüst so zusammenzubauen, ja? Ja. Mit Worte zu drechseln. Also das ist wirklich Handwerksarbeit mit Worten. Ja, das ist spannend. Ich will einmal die Leute mitnehmen ein bisschen, um eine Vorstellung zu bekommen. Mhm. Also wir reden ja nicht von Heftchen, sondern das sind ja ausgewachsene Bücher. Ja. Und das ist das Erstlingswerk, ja, die Farben des Zorns. Ja. So sah das damals aus. Ja. Jetzt hast du schon mehrfach gesagt, Jahrgang 64, in welchem Alter, also in welchem Jahr bewegen wir uns, dass du auf die Idee kommst, ich baue jetzt meinen ersten Krimi. Ich hatte bei einem Literaturwettbewerb in Wächtersbach teilgenommen mit einer Kurzgeschichte. Und zwar haben die Wächtersbacher Buchhändler mich so lange traktiert, jetzt schreib doch endlich mal und so weiter und so fort. Da habe ich eine Kurzgeschichte geschrieben. Das war eine Krimikomödie im englischen Stil. Animiert wurde ich dadurch durch den Puppenmord. Da habe ich mich bald weggeworfen. Das ist eine herrliche englische rabenschwarze Krimikomödie. Und da habe ich damals Fischtot geschrieben und habe damit den Wächtersbacher Literaturpreis gewonnen, also so einen regionalen Preis, und war selbst überrascht davon. Und anschließend haben mich die Buchhändlersleute richtig genervt. Ah, die Aufenauer Zauberfeder kommt wieder, wenn ich in den Buchladen gekommen bin. Es ging permanent weiter. Dann habe ich gedacht, okay, ich setze mich jetzt hin. Und hatte dann auch schon einige Bücher gelesen über Serientäter und so weiter. Und dann kam dieses Buch zustande, was mir auch eine unglaubliche Freude bereitet hatte. Und da floss, also ich bin ein Mensch mit einem fotografischen Gedächtnis. Das hat mir geholfen, im Studium hebräische, griechische, lateinische Vokabeln zu lernen. Also ich musste zum Beispiel in einem Jahr, habe ich das große Latinum nachgeholt, 2500 Lateinvokabeln lernen und 1500 griechische Vokabeln in einem Jahr. Also das ging problemlos. Ja? Ich habe das mit Karteikärtchen gemacht. Also im Grunde genommen, wenn ich was im Fernsehen sehe, wenn ich was in der Zeitung lese und so, und irgendwo kommt dann der Angelhaken aus dem Hirn raus und das hakt ein. Ja? Und genauso ist das, wenn ich was lese und irgendwas hakt da ein. Ich kann nicht genau beschreiben, was. Aber das ist dann irgendwas in meinem Unterbewusstsein befindet das Wert, dass es in ein Buch einfließt. Und dann rastet das ein und das bleibt dann bei mir hängen. So. Und genauso ging das mit diesem Buch, wie auch bei allen anderen Büchern. Und da hatte ich... Auch eine sehr gute Beschreibung eines Psychopathen dann abgeliefert. Okay, die Farben des Zorns. Es geht in deinen Büchern immer wieder um einen Ermittler. Ja. Genau. Und dieser Ermittler ist die Hauptperson, kommt immer wieder vor, Kasparis. Ja, Kaspari. Ist der, ne? Ja. Kasparis, erster Fall bis vierter Fall, fünfter, sechster und jetzt kommt demnächst der siebte raus. Genau. Wer ist dieser Kaspari? Was passiert, dass du sagst, okay, das ist mein Protagonist und der heißt Kaspari und der ist auch noch promoviert, ja? Wie hast du diesen Protagonisten entwickelt, der dich ja jetzt schon viele Jahre deines Lebens begleitet? Ja. In der Sakristei in Aufenau hing eine Riesentafel mit den evangelischen Pfarrern von Aufenau seit der Reformation. Und da stand dieser Name Christoph Kaspari. Und der hat mich irgendwie angesprochen. Also hatte ich den Namen für den Protagonisten. So, und dann haben mich oftmals diese holzschnittartigen Protagonisten im Fernsehen und in den deutschen Krimis oder amerikanischen Krimis sehr genervt. In den amerikanischen Krimis, obwohl die 16 Stunden als Kommissare oder Ermittler arbeiten, völlig durchtrainiert, ja, sehen super aus.
oder in den deutschen Krimis total runtergekommen, rauchen wie Schlote, saufen oder also kaputte Typen, so. Ne? Und ich habe immer gedacht, Leute, das kann es doch nicht sein. So. Also ich habe dann mal einen entwickelt, der so jenseits der Norm liegt. Ja, weil ich dachte, ich will mal einen Helden entwickeln oder einen Protagonisten, der mal so ein bisschen anders ist. Also ein bisschen ist so der Typ eingeflossen, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, der den letzten Bullen spielt. Ja, ein bisschen. Also Kaspari ist jemand, der einen wuchtigen Körperbau hat, also sehr groß, der eine humanistische Bildung hat, studiert ist, also Kriminalpsychologe, der also auf der einen Seite ein Feingeist ist und auf der anderen Seite also jemand ist, der, der darunter leidet, als jemand, der so eine klassische Bildung hat, an seinem Körperbau so ein bisschen leidet, ja? So, also der eher ein sehr schüchterner Mensch ist. Solange er in Kontakt mit anderen Menschen ist, wenn er beruflich auftritt, sehr direkt, sehr klar, sehr selbstsicher, wenn es so um private Dinge geht, sehr schüchtern. Das fand ich mal so interessant, ja? Also nicht wie Bruce Willis in Stirb langsam, ne? Der Typ, dem alles gelingt und der gut aussieht und Gott weiß was, sondern eher ein schüchterner Typ. Also jemand, der so seine Macke hat, ja? Und jemand, der so ein bisschen zwanghaft ist, also es darf nur klassische Musik sein und so, ne? Ja, ja. So. Sehr vernünftig, also nicht der abgerissene deutsche Kommissar, ja. Nicht das Abziehbildchen den Staaten, sondern genau. Ein Mensch, tatsächlich ein Mensch, der auch was mitbringt, ja, und auch seine Probleme mitbringt, genau. Der auch sein Leben hat und nicht jemand, nur seinen Job. Und da tauche ich halt auf jemand, der seit Kindesbein an, weil er gemobbt wurde, von seinen Eltern zu jemand gebracht wurde, der ihn in Kampfkünsten unterwiesen hat. Okay. Da habe ich gedacht, so, das muss ich noch reinbringen, weil ich da mitreden kann. Ja, stark. So. Lass uns ganz kurz, weil es echt spannend ist, durch die Thematiken gehen. Ja. Du schreibst ja jetzt einfach nicht irgendwie platte Mordfälle auf oder sowas, sondern da kommt natürlich der Humanist durch, der du selber bist, ja. Der Mensch aus der Welt, der mit Menschen zu tun hat, die Themen. Ja. In deinem ersten Roman geht es ja auch um ein Thema. Ja. Was ist das Thema, das dich damals umgetrieben hat, wo du sagst, darüber schreibe ich einen Krimi? Also es ging zum einen um Menschen, die heute würde man sagen binär sind. Ja. Zum anderen ging es damals um Zweiten Weltkrieg, wie die Deutschen die polnischen Ostseehäfen verlassen haben. Das war auch ein Aufhänger. Und um überhaupt die Geschichte Serientäter. Das hat mich sehr interessiert. Und ich wollte damals auch die Notfallseelsorge, da taucht die Pfarrerin Clara Frank auf, als Notfallseelsorgerin. Die Notfallseelsorge wollte ich einfach auch mal einem größeren Publikum vorstellen. Darum geht es da auch. Okay. Notfallseelsorge ist in unserer Landeskirche, also Kurhessen-Waldeck, Pflicht, also das heißt, jeder Gemeindepfarrer muss auch nebenbei, neben seinem Dienst als Gemeindepfarrer, noch Notfallseelsorge, so sechs bis zwölf Wochen im Jahr machen. Gut. Du greifst unheimlich viele Themen auf, über sechs Kriminalromane, über sechs Fälle von Dr. Kaspari, ob es da um die Olympiade geht, um internationale Dinge, ja, oder um auch Missbrauch, Misshandlung, ganz viele gesellschaftliche Themen. Bist du jetzt gelandet bei deinem siebten Kriminalroman, von dem du sagtest, den hast du im Sommer mal eben, ja, hochkonzentriert geschrieben. Der erwartet uns jetzt im neuen Jahr, Frühjahr 2022. Ja. Was ist die Thematik, die uns jetzt erwartet in Kasparis siebtem Fall? Da geht es um die Auseinandersetzung mit rechtem Gedankengut,
nicht nur in Deutschland, sondern Nationalsozialismus bzw. die Neonazis, das ist ja kein allein deutsches Phänomen. Wir Deutschen haben mit dem Nationalsozialismus zwar eine sehr traurige Geschichte, aber wenn man sich das mal genau anguckt, das spannt sich von Russland über Europa bis in die USA. Ich habe da mal so ein bisschen recherchiert. Also das ist, wie man so schön auf Neudeutsch sagt, eine riesige Community. Ich habe mich mit dem Thema so ein bisschen befasst. Und es geht in diesem neuen Kriminalroman eben um diese Thematik. Es geht um Verschwörungserzählungen und Verbrechen, die auf dem Hintergrund eben dieser Thematik entstehen. Es geht um die Frage, was ist ein Mensch wert? Und darum, dass es völlig Wurst ist, ob ein Mensch Muslim, Christ, Jude, Atheist, was auch immer ist, egal welche Rasse, welche Hautfarbe er hat, dass ein Mensch eben gleichwertig ist. Ja? Also jeder Biologe, jeder Mediziner, jeder Gerichtsmediziner würde sagen, du kannst einen Mensch aufschneiden, du kannst die Gene überprüfen, alle Menschen sind gleich. Mhm. Ja? Ja. Ich habe mich auch mit diesen Protokollen der Weisen von Zion auseinandergesetzt, was eine Riesenfälschung ist, aber das kursiert noch als Verschwörungserzählung in dem ganzen Nazi-Netzwerk immer noch. Mhm. Und das, ich fand das unglaublich interessant. Auch spannend, du hast gesagt, es geht nicht um das Thema Corona. Also wer davon die Schnauze voll hat, der darf ein Buch erwarten, in dem es um Verschwörungstheorien, Reichsbürger, Rechts und Gott weiß, was alles geht. Mhm. Ja. Aber das Thema hat seine Gültigkeit auch vor Corona und auch nach Corona noch. Ja. Kaspari wird ermitteln. Man kann jetzt anfangen, 6 Kaspari-Fälle durchzulesen, damit man für den 7. Fall gewappnet ist. Ja. Ja? Und ich würde sagen, abschließend holst du uns noch ab, weil wir wollen ja gendern. Und es ist ja nicht nur Dr. Kaspari so eine wichtige Figur, sondern gerade die weiblichen Leserinnen, glaube ich, stehen besonders auf die weibliche Protagonistin, die ja auch dazugehört. Ne? Mhm. Wer ist das? Stell sie uns kurz vor, mach uns Lust auf die Dame, die Kaspari begleitet durch die Romane. Clara Frank ist mir ist sozusagen auch ein Teil von mir. Ist ein Energiebündel, ja. Eine Frau mit unglaublicher emotionaler Intelligenz. Die trägt das Herz auf der Zunge. Pfarrerin. Ist sozusagen der Gegenpart zu Kaspari, ist mit ihm liiert, ist auch so das Gegenteil, ein bisschen, also wie gesagt, sehr emotional, sehr direkt, ist auch ein Mensch sportlich, lässt sich nicht auf der Nase rumtanzen und sie bringt auch immer wieder, wie soll ich sagen, so Themen rein, auch so Fragen nach Schuld. Ja, ebenso so moralische Fragen oder ethische Fragen, die da seitlich sozusagen in die Geschichte reinkommen. Mhm. Sie mischt auch immer gefragt oder ungefragt, gebeten oder ungebeten dann immer auch bei den Fällen mit, ja, mischt sich ein, bringt sich dadurch manchmal auch mit in Gefahr. Also das ist so ein, Clara Frank ist so ein Wildfang. Ja, das macht sie mir unglaublich sympathisch. Mütterlicherseits ist sie Irin, also halb Irin, halb Deutsche. Ich mag sie unglaublich. Und natürlich, weil sie Theologin ist, bringt sie für mich dann auch immer wieder theologische theologische Themen mit ein, aber auf eine Art und Weise, wie sie jemand, der jetzt mit Kirche eigentlich überhaupt nichts am Hut hat, auch sehr gut lesen kann. Also eben diese Frage, was sind eigentlich Verschwörungserzählungen? Wie kann man die identifizieren? Ja? Oder
ich habe mich auch mal mit der Frage auseinandergesetzt, was war denn ganz kurz in dem Buch, was war denn die Rolle der Kirchen im Dritten Reich? Was ist Euthanasie? So, ja, ne? Ja, ja. Also alle diese Sachen, Clara Frank ist in dem Buch Schulfahrerin an der Gelnhäuser Schule und die Diskussion mit den Schülern da drin, das fand ich, da macht sie sozusagen meinen Job, ja, und das, daher ist sie so ein Stück von mir und so eine Impulsive und ein Teil von mir ist, kann auch recht impulsiv sein. Ich habe mich ganz gut im Griff, das hat sie manchmal nicht und das finde ich sehr sympathisch. Sehr schön. Ja. Und so lebt natürlich die Romanfigur immer auch ein bisschen. Ja, natürlich. Eine Schattenwelt der Autorenseele genau, aus. Ja, genau. Macht Freude, davon zu hören und ich glaube, es macht Lust, sich mal reinzulesen in die Kriminalromane von Matthias Fischer. In mittlerweile jetzt wird das 7. seiner Art erscheinen im Frühjahr 2022. Wenn ihr Lust habt, Dr. Kaspari kennenzulernen oder mehr von Pfarrerin Clara Frank zu erfahren, wenn ihr wissen wollt, ob eigentlich Kaspari seine Fälle überhaupt ohne Frau Frank hätte lösen können, welchen Anteil die weibliche Seite auch hier, wie im richtigen Leben, am Erfolg der Männer hat, dann lest euch ein in das Gesamtwerk von Matthias Fischer, wenn ihr sagt, mir tat eigentlich das viel eher gut, was um meine Mitte und mein Menschsein ging, dann schaut auf der Webseite von Matthias Fischer nach, wenn ihr sagt, so eine Beratung, so eine Begleitung täte mir gut, wenn ihr einfach nur sagt, ich habe jetzt Bock auf Karate, dann macht das, was auch immer ihr tut, macht es mit viel Freude und ja, bis wir uns wiedersehen in diesem Podcast, vielen, vielen Dank, Matthias Fischer, dass du unser Gast heute warst beim Sofagebabbel. Ich bedanke mich recht herzlich. Sofagebabbel.